Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Let's Platin hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Unpacking, denn das Spiel ist gerade aktuell gratis bei PS Plus Extra. Solltet ihr dieses Abo nicht haben, kostet das Spiel 20 Euro. Gibt es für PS4 und PS5 und ist Crossbuy, also ihr bekommt auf jeden Fall beide Versionen, PS4 und PS5. Ob ihr das Ganze jetzt nun kaufen müsst oder gratis bei PS Plus, spielt keine Rolle. Dauert der Platin hier roundabout eine Stunde, anderthalb. Ja, weil das letzte Level zieht sich meiner Meinung nach ein bisschen. Also es geht hier drum, wir müssen hier Kisten auspacken in verschiedenen Jahren. Also wir ziehen halt immer wieder um im Verlauf des Spiels und müssen halt hier Kisten auspacken. Dabei sammeln wir natürlich auch ein paar Trophäen, müssen wir ein bisschen was für machen. Ist natürlich auch ganz gut für die Kreativen unter uns, die es lieben, Kisten auszupacken. Und ja, auch für Deko-Fans. Ja, alles richtig zu platzieren, alles schön zu gestalten, ja, das ist eigentlich der Sinn des Spiels. Werden wir natürlich hier jetzt nicht machen, ja, also dieses Video dient ausschließlich dafür, die Platin so schnell wie möglich zu bekommen. Und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir gehen, Sekunde. Wir gehen zuerst mal in die Einstellungen rein und dann hier auf Barrierefreiheit. Und dann gehen wir hier auf Platzierung überall erlauben. Ja, da machen wir auf jeden Fall das Häkchen rein. Bist du sicher? Ja. Das macht das Spiel natürlich einfacher, nimmt aber natürlich den Sinn des Spiels. Also wenn ihr das Spiel ganz normal wirklich spielen wollt, dann lasst es hier aus. Ja, dies erlaubt uns halt, wie gesagt, die Gegenstände dort zu platzieren, wo wir wollen. Ja, das ist natürlich gegen das Spiel eigentlich, also gegen das Eigentliche. Aber wie gesagt, so ist es dann einfacher und schneller zwecks Platin. Gut, würde ich sagen, legen wir los. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Video, viel Spaß beim Zocken und Platinieren. So, als allererstes kann man hier mal Namen reinschreiben. Mache ich jetzt bei mir Ghost. Ja, wie gesagt, also das Video wird es auch in kompletter Länge geben, also der komplette Spieldurchlauf. Ja, also ich werde ja nichts rausschneiden. Soll natürlich auch ein bisschen der Unterhaltung dienen und ihr könnt das Video dann einfach nebenbei laufen lassen und gleichzeitig mit mir spielen. So, wir beginnen im Jahr 1997. So, wir haben hier einen Cursor mit dem linken Analogstick. Können wir den dementsprechend bewegen. Wir haben auch die Möglichkeit rein zu zoomen, raus zu zoomen. Ich habe es meistens hier so im Mittelbereich. Mit dem X-Button, ja, bestätigen wir. So, machen wir hier die Kiste auf und dann holen wir hier immer Sachen raus. Ja. Ihr könnt die jetzt für die Platin hinlegen, wo ihr wollt. Ja. Wenn ihr natürlich, wie gesagt, kreativ sein wollt und das Ganze richtig machen wollt, könnt ihr das natürlich, wie gesagt, gerne tun. Wir machen das jetzt an dieser Stelle nicht. Wir werden jetzt hier erstmal alle Kisten auspacken. Ihr habt die Möglichkeit, auch das Ganze hier zu drehen mit dem Kreisbutton. Ja. Manche Sachen lassen sich auch übereinander stapeln, wie Bücher zum Beispiel. Wir haben auch die Möglichkeit, hier Bilder an die Wand zu hängen. Das geht auch. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, so der Sinn des ganzen Spiels hier. Na. So, jetzt haben wir hier einen Würfel. Den Würfel legt ihr hier mal so nebenbei. Mit dem machen wir noch was, ja, also wir holen auf jeden Fall mit diesem Würfel noch eine Trophäe. Also am besten mal da hinlegen, wo ihr ihn auch schnell wieder findet. Wir werden jetzt auch gleich hier in einen von den Kisten eine Kamera finden. Ja. Das passiert automatisch, also die Trophäe könnt ihr auf keinen Fall verpassen. Sobald ihr die Kamera da rausholt, bekommt ihr dann dementsprechend... wie heißt's? Die Trophäe. So. Gut. Ja, hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, jetzt haben wir hier Bücher, ja, die könnt ihr halt dementsprechend übereinander stapeln. Ja. Oder ins Regal räumen. So, hier haben wir die Kamera. Ja, das ist die Kamera, von der ich gerade sprach. Einfach ablegen und dann haben wir hier halt dementsprechend die erste Trophäe, hab deine Kamera gefunden. Gut, räumen wir hier ganz normal weiter aus. So, Kiste ist fertig. Dann immer noch einmal auf die Kiste klicken, damit die auch verschwindet. Ne?
So, jetzt hier einfach weiter auspacken. Wir sollten rein theoretisch noch ein Radio auspacken. Jawohl, da ist es. Das hier dann auch am besten neben den Würfel stellen. Mit dem machen wir jetzt auch gleich noch eine Trophy. Und dann packen wir hier erstmal aus. Ja. So. Jetzt haben wir das Level quasi abgeschlossen. Aktuell ist das jetzt nur ein Raum, später werden es mehr, da können wir auch zwischen Räumen switchen. Das war jetzt hier der erste Raum und habt ihr den komplett ausgepackt, dann erscheint da unten immer dieser Stern. So, dann holen wir uns die nächsten zwei Trophys. Also wir klicken einmal hier auf den Würfel mit X, damit wir ihn anheben und jetzt Kreis-Button drücken, ja, um den hier einmal zu lösen. Ja. Da ist auch dann dementsprechend die Trophäe dafür, löse ein Rätsel. Solltet ihr das jetzt hier verpassen, habt ihr im späteren Verlauf nochmal die Möglichkeit, denn da, ich weiß nicht in welchem Level, auf jeden Fall kommt dann nochmal so ein Würfel und jetzt nehmen wir hier noch das Radio, drücken hier auch einmal mit Kreis drauf, damit das Radio angeht und bekommen dafür die nächste Trophäe, macht die Musik an, liebe Leute. Und damit, solltet ihr das auch verpassen, jetzt hier mit diesem Radio, es wird später noch ein Radio geben, auch da kann man die Trophäe dann dementsprechend noch nachholen. So, haben wir dann alles erledigt, gehen wir hier unten auf den Stern und starten quasi das nächste Level. Jetzt gibt es nochmal eine Trophy für das Abschließen des Levels und dann geht es hier gleich weiter mit der nächsten Wohnung. So, da ist die Trophy der Anfang. Haben wir 1997 ausgepackt. So, wir machen weiter wie bisher. Natürlich erstmal hier alles auspacken. So, jetzt erst nochmal hier, wie gesagt, alles schön auspacken, irgendwo hinlegen, ja, egal wo. Wir werden jetzt auch hier natürlich wieder Trophys holen. Ja. Wir müssen hier zwei bestimmte Dinge auspacken. Sag ich euch natürlich dann, wenn es soweit ist. So, wir haben auch die Möglichkeit, hier was in Schränke reinzupacken. Ja. Na, so, können wir auch aufhängen, wenn ihr Bock habt. So. Ja, hier sind es jetzt ein paar Kisten mehr. Dementsprechend dauert es natürlich auch. Ne? Das zieht sich natürlich alles ein bisschen. Das bleibt natürlich nicht aus. Aber wie gesagt, es ist total entspannt eigentlich hier das Ganze. Es ist eigentlich ein ganz cooles Game. So, haben wir die nächste Kiste. Noch haben wir die zwei Items nicht ausgepackt. Also ich noch nicht. Besser gesagt, das kann natürlich sein, dass es random ist. Ja. Ihr werdet die Gegenstände natürlich hier auf jeden Fall im Zimmer in den Kisten finden. Aber in welcher, weiß ich nicht. So, hier ist dieses Objekt, das wir brauchen. Diese Figur, die stellen wir jetzt hier einmal ab. Wir holen sie auf und drücken Kreis, bis sie in dieser Stellung hier ist. Und das gibt dann dementsprechend die nächste Trophy. Zack, Tanzpose. So. Das war Objekt Nummer 1, das Wichtige, was wir hier brauchen. Und wir packen erstmal weiter aus. Denn als nächstes brauchen wir einen Toaster. Ja. Der sollte auch irgendwo hier in den Kisten zu finden sein. So, hier ist noch der Rechner. Den kann man natürlich hier wunderbar unter den Tisch stellen. So, hier ein paar BHs. Wir sind übrigens eine Frau. Ja, die halt quasi da heranwächst. Und wir jeden Umzug ihres Lebens mitmachen. So, hier haben wir den Toaster, der ist ganz wichtig. Den stellen wir hier erstmal kurz ab. Wir packen natürlich erstmal weiter die Kisten aus. Denn wir müssen mit dem Toaster in einen anderen Raum.
Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit dazu, in andere Räume zu gehen. Wir müssen natürlich auch in andere Räume gehen. Dort natürlich auch noch die Kisten auspacken, damit wir das Level überhaupt beenden können. Ne? Und wir haben die Möglichkeit natürlich Dinge mit in andere Räume zu nehmen, denn es gehört natürlich nicht alles hier ins Zimmer. Ja? Also der Toaster zum Beispiel gehört ja nicht ins Schlafzimmer. Ja? Aber wie gesagt, für das hier ist das eigentlich irrelevant, ja, aber die Möglichkeit besteht natürlich, die Dinge an den richtigen Ort und Stelle zu bringen. So, immer die Socken, also die Socken, die nerven, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, also die kleinen Dinge, ne, weil das zieht sich natürlich halt nach einer Zeit. So, jetzt haben wir hier den Bereich fertig, die Kartons sind weg, wir nehmen den Toaster. Ja, klicken hier einmal ran, damit wir ihn bewegen können und drücken jetzt mit R1 einmal rüber. Jetzt sind wir hier im Bad und wir stellen den Toaster hier in die Badewanne. Zu Hause, liebe Kinder, liebe Leute, nicht nachmachen. Ja, auf keinen Fall. Wir machen das jetzt nur hier, weil wir es machen müssen für die Trophäe, aber bitte nicht nachmachen. Gefährlicher Strom. Denke ich, muss ich keinem sagen. So, haben wir die Trophäe auch. Und jetzt ist ganz wichtig, im ersten Level gab es kein Badezimmer. Ab Level 2 gibt es jetzt hier Badezimmer und da sind auch immer Toiletten. Und wir haben die Möglichkeit abzuspülen. Das macht ihr auch bitte. Ja, wir müssen wirklich bei jeder Toilette, die wir finden, einmal abziehen. Das gibt dann dementsprechend auch später eine Trophäe. Gut. Dann packt er hier einfach nochmal die Kiste aus, damit wir den Bereich hier auch abschließen können. So, ihr habt auch die Möglichkeit, die Klopapierrolle dahin zu hängen, wo sie hingehört. Tatsächlich geht auch. So, hier die Bratpfanne, die gehört ja eigentlich auch nicht hier hin. Aber egal, wir lassen sie da. So, jetzt haben wir den Bereich hier auch abgeschlossen. Wir gehen einmal rüber wieder mit R1. Jetzt sind wir hier in der Küche. Auch da wieder dementsprechend einfach alles ausräumen. Und wir brauchen hier eine bestimmte Dose, um die nächste Trophäe zu holen. Da ist er auch schon. So sieht die hier aus. Ja, seine Keksdose. Und die muss ganz hier oben hin, wo keiner rankommt. Darum geht es in der Trophy. Wir stellen sie hier ab. Da unten kommt wieder das Briefchen. Das Briefchen könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich davor bin. Und dann gibt es hier die Trophy. Alles in Maßen. So, jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch einmal auspacken alles. Und dann haben wir dieses Level im Prinzip auch schon abgeschlossen. Hier noch das gute Öl. So, Teller können natürlich übereinander gestapelt werden, ebenso Schüsseln. So, hier das Messer für den Michael Myers. Darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, Wasserkocher, Schuh gehört auf jeden Fall in die Küche. Es gibt keine gute Küche ohne einen Schuh. So, das hier ist ein kleiner Teller. Hep. So, zack, zack, zack. So, einmal ablegen und dann haben wir das Level beendet. Wir haben alle Trophäen geholt, die wir hier holen können. Und dementsprechend können wir das Level dann hier abschließen. Und dann geht's gleich hier weiter. So, Januar 2004. Ich muss selber kochen. So, Abschluss des Levels und weiter geht's. So. Wir sind jetzt im nächsten Jahr. Wir sind wieder umgezogen. Ja. Wir packen erstmal wieder aus. Thank you.
So, hepp. Das können wir an die Wand machen. So, zack. Der Riesentopf. Zack. Also ihr seht, da hat so gewisse Sachen kann man halt tatsächlich gut aufeinander stapeln. Da hat man auch ein bisschen Platz gespart. So, hier nochmal ein Bild. Gleich müsste auch eine Spielkonsole kommen. Da ist schon der Controller dazu. Und zwar eine GameCube. Da ist er. Mit dieser GameCube, ganz wichtig, wir holen jetzt hier die nächste Trophy. Die stellen wir hier ins Regal. Links, unten oder rechts, das spielt keine Rolle. Zum Fernseher. Dann einmal mit Kreis bitte anmachen. Dann kommt wieder das Briefchen unten links. Und dadurch wird angezeigt, ihr habt das nächste Achievement freigeschaltet. Das Spiel beginnt. So, wir packen dann hier dementsprechend weiter aus, damit wir den Bereich auch hier verlassen können. Na. So, hier noch eine Decke, kann man da hier auf die Couch legen, zack. Und dieser Bereich ist abgeschlossen, wir gehen dann in den nächsten Bereich. Küche war nix, hier einfach nur ausräumen. So, da haben wir die Küche fertig ausgepackt. Wir gehen wieder ins Bad. Ganz wichtig natürlich auch an dieser Stelle wieder einmal die Klospülung bitte betätigen. Wie gesagt, wir müssen bei jeder Toilette einmal die Klospülung betätigen. Die Trophäe wird dann dementsprechend im letzten Level freigeschaltet. Da sind wir anscheinend, da haben wir mittlerweile, wie es aussieht, unser eigenes Haus. Da haben wir auch zwei Badezimmer, auch dementsprechend dann zwei Toiletten und da werden wir das Achievement dann auch freischalten. So, Badezimmer ist fertig ausgepackt, jetzt haben wir hier noch ein Zimmer. Hoppala. Das halt hier auch wieder alles auspacken. Und hier gibt es natürlich auch wieder eine Sache, die wir beachten müssen, und zwar finden wir eine grüne Kappe. Die legt ihr auf jeden Fall beiseite, bitte. Die brauchen wir, mit der müssen wir was machen. In einem anderen Raum. Aber hier natürlich wie immer erstmal alles leer räumen, damit wir das Level auch dann abschließen können. Wie gesagt, es wird halt von Jahr zu Jahr quasi immer mehr. Man kennt es selbst. Ja, je öfter man umzieht, desto mehr sammelt sich an. Ja. Man fängt meistens in einer Einzimmerwohnung an als Single. Ja, dann später Zweizimmerwohnung, Dreizimmerwohnung. Und dadurch kommen natürlich immer mehr Sachen. Und später hast du dann ein Haus und dann hast du natürlich doppelt und dreifach so viel wie am Anfang. Und das wird hier in dem Spiel natürlich auch sehr gut dargestellt tatsächlich. Also ihr werdet es merken im letzten Level, wie sich das Ganze zieht, wie viele Kisten es sind, wie viel man leerräumen müssen. Die Socken werden tatsächlich auch immer mehr. Man sieht vor lauter Socken keine Füße mehr später. So, wir können ja auch eigentlich hier das Bett ein bisschen nutzen. Zack. So, Kleiderbügel kann man tatsächlich hier auch so mal schön ranhängen. Na, hier wieder die Socken, ne? So, das kann man hier eigentlich aufhängen.
Zack. 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 Dann kann man hier unter das Bett packen. So. So, da ist die grüne Kappe, von der ich geredet habe. Auf jeden Fall mal hier zur Seite legen. Die brauchen wir, wie gesagt, noch. Machen wir gleich, sobald wir hier endlich mal mit diesen Kisten da fertig sind. Also ihr merkt schon, ne? es wird halt tatsächlich immer mehr. Ne? So, wenn man das Ganze immer so schön aufeinander stapeln kann, dann geht das recht schnell. So, hier die Hantel müssen wir wieder wegmachen. Sonst kriegen wir den Karton nicht auf. So, zack. Da haben wir hier noch ein Bild. Hier ist Platz für ein Bild. Zack. Socken, Socken, überall Socken. So, dann noch hier einmal den Rechner. Okay, zack. Haben wir das Zimmer hier leer geräumt. Ihr nehmt die Mütze. Einmal R1. Dann seid ihr hier in diesem Bereich. Den haben wir auch noch nicht freigeräumt. Dann geht ihr hier ein bisschen hoch und dann seht ihr hier oben so Kopfmodelle. Und auf dem linken, der keine Haare hat, hier einfach die Mütze draufsetzen. Dann kommt wieder der Brief. Und dann gibt es die nächste Trophy. Hut auf 43%. Und wir packen hier dann natürlich auch wieder die Kisten auf, aus, nicht auf. Und ja, können dann dementsprechend das Level beenden. Gibt dann jetzt hier keine Trophys mehr zu holen. So, da haben wir es beendet. Da unten kommt wieder der Stern. Und zack. So, abgeschlossen. Im März 2007 haben wir abgeschlossen. Das ist auch die Trophy dafür. 45%. So, also wenn ihr in Level 1 das mit dem Musikplayer verpasst habt mit der Trophäe, geht das auch mit diesem hier. Einfach kurz drauf, Kreis drücken, schaltet auch die Trophäe frei. So, wir räumen hier an der Stelle erstmal wieder alles aus. Zack. So, das stellen wir mal weg. Oh, wieder Socken, ne? Das räumen wir mal ein. Höher geht der Stapel leider nicht.
noch zwei Kartons. So. Noch einen. Hier nochmal die GameCube mit am Start. Funktioniert immer noch. Seit dem letzten Umzug. So, haben wir hier. Ja, haben wir fertig. Dann geht's hier ins Schlafzimmer. So, bevor wir jetzt hier die Kisten ausräumen, holen wir uns erstmal die nächste Trophäe. Und zwar haben wir hier die erste Schublade. Und wir haben hier die zweite Schublade. Ziel ist es jetzt hier, die Socken richtig anzuordnen. Ja, ihr seht diesen weißen Streifen da bei dem roten, das ich jetzt da so habe. Ja, da ist der weiße Streifen links. Mit Kreis könnt ihr das drehen, dass der oben ist. Ich wähle oben. Ihr könnt natürlich auch, dass der weiße Streifen links ist. Das spielt keine Rolle. Ziel ist es halt einfach, dass die Socken hier jetzt richtig angeordnet sind. Ja. So, hier jetzt auch. Hier wähle ich das, dieses etwas dunklere Grau nach unten gerichtet ist. So, einmal drehen, dann hier oben drüber, zack. Jetzt noch die drei weißen hier. Da mache ich auch wieder, dass der graue nach unten gerichtet ist. Na. So, da ist auch wieder der Brief. Und da ist die nächste Trophy. Keine losen Unterhosen. Na, gut, es waren Unterhosen, keine Socken. Sorry. Aber sieht genauso aus. Okay, dann sind es halt Unterhosen. Gut, dann hier halt hier ganz normal alles einmal bitte auspacken. Sollte dann an der Stelle jetzt, ja, keine weitere Trophy mehr kommen. Erst in den nächsten Räumen wieder. Ne? So, zack. Ja, das sind Unterhosen, das sind gar keine Socken, ne? Aber es sieht auch aus wie Socken. Also im ersten Moment, oder? Gut, aber ist ja egal. So, die Handel natürlich. Darf nicht fehlen. Für das tägliche Training. So, Kiste ist leer, zack. Hier wird der Teddy, der ist auch immer noch am Start. So, zack. Ja, wenn es Kleider sind, geht das recht schnell, ne? Weil man die halt einfach aufeinander stapeln kann. Hep. So, da ist noch einer. Hep. Ah, die grüne Kappe wieder. Gibt es auch noch. Also viele Sachen werden euch auf jeden Fall halt bekannt vorkommen. Ja, die holt ihr halt immer wieder mit, weil die existieren immer noch. So, zack. Zack. So, haben wir diesen Raum hier auch fertig. Ausgepackt. Zack, R1. Dann haben wir hier wieder das Klo. Ganz wichtig, sofort hier die Klospülung betätigen, bitte. Damit ihr es nicht vergesst. Am besten immer als allererstes machen, sobald ihr auf der Karte hier im Bad seid. Und dann hier einmal alles wieder ausräumen. Zack, haben wir fertig. Dann gehen wir weiter. Einmal R1. So, bevor wir jetzt hier auspacken, liebe Leute, holen wir jetzt erstmal die nächste Trophäe. Und zwar müssen wir hier alles ausräumen, was mit Kaffee zu tun hat. Und müssen das hier auf den Tisch stellen. Wir fangen hier oben links an. In dem Hängeschrank. Und holen alle Sachen raus, die da drin stehen. Hep. Dann einmal hier nebendran der Schrank öffnen, eine Tasse rausholen, dazustellen. Dann einmal hier die Maschine. Dann hier die Utensilien.
dazu. Auch die Waage hat zwar eigentlich nichts mit Kaffee zu tun, meiner Meinung nach, es sei denn, man muss den Kaffee wiegen. Na, ich mach's mal lieber hier oben drauf, ich weiß nicht, ob es zählt. Und dann einmal unten rechts die letzte Schublade, auch da alles bitte einmal rausholen. Kaffeekännchen. Und dann sollte jetzt hier an der Stelle der Brief kommen. Jawohl, da ist er wieder. Hinter mir natürlich. Und schaltet hier dann die nächste Trophäe frei. Eine Goldtrophäe. Zeit für eine Kaffeepause. So, das haben wir. Und dann eigentlich jetzt nur noch hier einmal alles wieder ausräumen aus den Kisten. Damit wir das nächste Jahr hier abschließen. Und weiter zum nächsten Umzug können. Also die Hälfte an Trophys haben wir auf jeden Fall mal schon. Ja. Gibt es dann hier auch gleich wieder die nächste Trophy für das Beenden des Jahres hier. Also ihr seht, das ist total entspannt. Es ist absolut kein Stress hier am Start. Lässt sich wunderbar platinieren. Warum kann ich das eigentlich nicht da drauflegen? Große Sachen drin, das geht dann auch recht schnell. Hier natürlich wieder das Messer von Michael Myers. Na. So, hier noch ein Magnet, zack. Und damit haben wir das nächste Jahr abgeschlossen, liebe Leute. Wir können auf den Stern. Wir haben alle Trophäen geholt, die es hier zu holen gab. Und da kommt auch schon die nächste. So, September 2010 ist abgeschlossen, da ist die Trophy einfach cool. Und dann können wir weiter zum nächsten Jahr. So, liebe Leute. Als allererstes, bevor wir auspacken, holen wir uns die nächste Trophäe an dieser Stelle. Und zwar haben wir hier diese Kommode. Linke Tür einmal aufmachen. Dann ist hier so eine lilane Rolle, das ist ein Poster, das hier einmal an der Wand anbringen und schalte dann dementsprechend hier die nächste Trophy frei. Kindheitserinnerungen 62%. So, dann halt wie gehabt hier alles wieder einmal auspacken. So, am besten machen wir erstmal hier Bett frei, damit wir auch hier Ablagemöglichkeiten haben. So, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, hier in dem Jahr gibt es jetzt sonst weiter nichts mehr zu beachten. Ja, haben wir jetzt nur diese eine Trophäe hier geholt. Ansonsten gilt es hier in allen Räumlichkeiten die Kisten auszupacken. Und hier, das ist auch das einzige Level, was ein Bad ohne Klo hat. Also ihr braucht auch hier keine Klospülung zu betätigen, weil halt... Ja, es ist halt keine da. Ja, keine Ahnung, wo die ihr Geschäft dann hinmachen. Ich will es auch gar nicht wissen. Soll uns aber egal sein. So, hier wieder die Hühnerfamilie und so Kram. Auch immer wieder mit dabei. So, das können wir mal hier wegstellen. Zack, das machen wir hier gerade unter den Stuhl. Den stellen wir in den Ecken. Da können wir das Bild von mir aus aufhängen. Letzte Kiste in diesem Raum. Okidoki, dann gehen wir weiter. R1. Also ich gehe immer nach rechts, also immer R1. Also ihr seht, hier ist das Badezimmer, aber ohne Toilette. Ja, also wie gesagt, da braucht er dann ja keine Spülung zu betätigen. Dafür haben wir aber, wie gesagt, im letzten Level zwei Toiletten. Ja, also quasi die Toilette, die hier fehlt, ist dann ja im letzten Jahr dann halt mehr. So, alles schön schnell hier
Auspacken, zack, zack. So, und da haben wir das nächste Jahr schon beendet. Das ging recht flottikarotti. Wir gehen halt hier wieder auf den Stern. Gibt's dann auch die nächste Trophy. Juni 2012. Hausmannskost 64%. 2012 ausgepackt. Dann geht's weiter. So. Hier gehen wir als allererstes mal in die Küche. Ja, also einmal mit L1 nach links bitte. Da packen wir jetzt auch alles auf, aus. Und wir müssen hier einmal eine Mikrofelle finden, diese hier anschließen und anmachen. Und wir müssen Magnete finden, ja, und hier eine Matheaufgabe an den Kühlschrank machen, ja, 2 plus 1 gleich 3. So, wir packen erstmal, wie gesagt, alles aus. Hier empfehle ich euch, ein kleines bisschen ordentlicher zu packen, wenn möglich. Also zu verteilen, weil das nächste Jahr, was wir spielen, ist wieder dieselbe Wohnung im Prinzip. Und alle ausgepackten Sachen, die wir hingestellt haben, stehen noch genauso da, wie wir es jetzt in diesem Jahr machen. Und ihr müsst dann nochmal auspacken. Ja, deswegen versucht, wenn möglich, ein kleines bisschen ja, ordentlich alles hinzustellen, damit ihr später halt dementsprechend noch ein bisschen Platz habt. Hier noch ein paar Backförmchen, zack. Schublade zu, Kiste ist leer. Zack. So, so Kleinkram kann man direkt hier wunderbar schön in den Schrank stellen. Geht relativ flott. Und man hat später noch genug Platz. Auf dem Boden für später. So, jetzt haben wir hier schon die ersten Magneten. Ich lege die erstmal hier auf den Tisch. Und dann bringen wir die hier auch gleich an, sobald wir alles zusammen haben. Ja. So, da haben wir die 3. Fehlt nur noch, da ist es, das gleich. So, okay, Leute. Dann gehen wir hin. So. Jetzt machen wir hier einmal 2. Dann plus. Dann die 1. Na. Nebendran. Gleich. 3. Und dann haben wir das nächste Achievement hier freigeschaltet. Da ist die Trophäe genial gelöst. Eine Goldtrophäe, 73%. Perfekt. So, wir packen hier dann dementsprechend weiter aus. So, da ist die Mikrowelle.
Wir stellen die hier so hin, damit die am Strom ist. Das seht ihr auch, wenn hier die 12 blinkt. Stellt ihr sie zu weit nach vorne, dann ist sie nicht an. Ja? Und dann hier einfach halt mal mit dem Kreisbutton ein bisschen interagieren. Und dann schaltet das die nächste Trophäe 12 Uhr frei. 76%. Und dann machen wir uns an den Rest. So, jetzt haben wir hier auch noch genügend Platz für gleich, wenn wir wiederkommen. So, okay, das haben wir. Dann gehen wir weiter mit R1. Gehen wir hier in diesen Bereich. Da halt auch einfach nur alles auspacken. Ja, man merkt schon, es wird halt immer mehr, ne? Es sammelt sich immer mehr an, es werden immer mehr Spiele, Filme, Bücher etc., was man so alles, ja, sammelt, ne? Aber hier können wir gleich schön reinpacken. Zack. Ja, wunderschön. Hier noch der Frosch, das Huhn. Darf natürlich nicht fehlen. Die Küken. Zack. So, da haben wir das nächste Zimmer fertig. Zack. Badezimmer. Ganz wichtig, Leute. Als allererstes, was machen wir? Die Klospülung betätigen. Zack. Ach, die Nagelschere, der Nagelknipser, die Pinzette. Ach, Rattengift. Nee, Käfer oder irgendwas, ne? So, zack, Klopapier darf natürlich nicht fehlen. Komm, das machen wir natürlich an Ort und Stelle. Ich wollte gerade sagen, wie geht nicht. So, hier noch schön Ersatz, falls es mal richtig brennt. So, hip, hip, hip. Zack, zack. Gut, haben wir das Bad auch fertig. Hep. Dann geht's einmal hier ins, ins Schlafzimmer.
wie der gute Saarländer sagt, ins Schlafzimmer. Ne? Na, komm, ich mach mal hier lieber einen Schrank auf. Da haben wir noch ein bisschen mehr Ablagefläche. Wärmflasche. Ach, guckt euch das an, wie geil ist das? Ich kann was unterm Kissen verstecken. Okay, das wusste ich bis gerade eben auch nicht. Okay. Ja, das sind so die kleinen Details, ne? Tatsächlich. Da kannst du sogar das Teelicht in das Ding da reinstellen, ne? Aber so kleine Details manchmal ausmachen, ne? Tatsächlich. Oh. Jedes Mal nimmt er da dann so ein Kleidungsstück da an, ne? Da schon wieder. Mensch. So, jetzt haben wir hier jede Menge Kleiderhaken, aber hier eigentlich gar keine. Ah, doch, da ist eine Stange. Ah, ja. Okay. Ja, da müsste ich aber immer so weit hoch. Ist auch blöd, ne? Das hält uns nur auf. Das wollen wir nicht. So, da haben wir hier noch ein Arbeitszimmer, das dementsprechend natürlich auch alles schön hier sortieren. Also ihr merkt, es wird halt wirklich von Jahr zu Jahr wirklich mehr aufwendiger, die Kisten hier, ne? Es ist viel, viel Kleinkram mit dabei. Am Anfang ging alles noch recht zügig, ne? Jetzt zieht es sich langsam schon. Gut, wir haben jetzt schon 48 Minuten, ne? Also... Deswegen sage ich ja, also so eine anderthalb Stunde muss man, sollte man einplanen. Ne? Ja, total konzentriert, ne? Merkt das. So, haben wir noch zwei Kisten, verdammt. Ah, die gute alte Lavalampe darf natürlich nicht fehlen. Ist immer so schön beruhigend, ne? Aber hier schön, zack, komm, die Uhr machen wir an die Wand. Zack, wie sich's gehört. Hier auch noch gern ein Bild, zack. Noch ein Bild, zack. Noch ein Bild, zack. Noch ein Bild, zack. Oh, noch eins. Uiuiui. Jetzt geben wir aber alles hier, ne? Noch eins. Oh, komm. Das geht noch. Jawohl. Und noch eins. Ja, Mann.
So stelle ich mir Einrichtung vor. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Da geht noch. Ach, da geht noch. Wir hauen die ganze Wand zu, ne? So, wir haben das Level. Zack. Sehr nice, Leute. Nächstes Jahr haben wir abgeschlossen. Dann gibt es dann dementsprechend jetzt auch wieder die nächste Trophy hier. Zack, Januar 2013. Ja. Unabhängigkeit, 78%. Und dann machen wir weiter. Auf ins nächste Jahr. So, Leute. Kümmern wir uns direkt zu Beginn. Die nächste Trophäe. Und zwar müssen wir jetzt hier erstmal ganz kurz sortieren. Wir müssen hier lediglich kurz Platz machen. Denn Ziel ist es jetzt in diesem Level, alle Blumen, die ihr hier so seht, die auf den Kisten rumstehen, schön irgendwo aufs Regal zu stellen, damit die halt nicht so in der Gegend rumstehen. Ja, darum dreht sich's. Also einfach hier mal schön. Zack. 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 So. So soll das dann aussehen. Ihr könnt es auch irgendwo hier anständig draufstellen. Wichtig ist halt einfach, dass es anständig irgendwo steht, dass die Blumen nicht in der Gegend rum fliegen. So. Und dann packen wir natürlich erstmal wieder hier alles aus. Und ich kann euch an dieser Stelle schon mal beruhigen. Es ist jetzt nur noch das Level und das nächste. Dann haben wir es geschafft. So. Aber hier in dem holen wir uns auf jeden Fall noch zwei weitere Trophys. Hier schön bisschen Obst auf die Couch. Oh Mann. So, jetzt fängt es auch hier an. Ne? Es werden immer mehr Filme, ne? Wie eben schon erwähnt. Ja? Bei jedem Jahr wird es einfach mehr. Ja, ist hier ein richtiger Sammler. Oder die, sie, besser gesagt. Es ist ja eine sie. Wir spielen ja eine Frau, wie wir gesehen haben. Karton ist leer. Zack, der nächste. Hier Laptop. Kissen kann man immer schön auf die Couch machen. Zack. Mit der Decke natürlich. Hier kommen noch mal ein paar Filme. Yay. So, kann man hier schön in Ständer reinmachen. Zack. Hier noch mal Bücher, Filme, Spielsammlungen. Okidoki, haben wir das Level abgeschlossen. Wir gehen weiter nach rechts mit R1. Geht's ins Bad. Ganz wichtig, also ihr seht, wie wir das so schön eingeräumt haben eben. Ne, das sind die Sachen, die ich hier auf den Boden gestellt habe. Ne, so, ganz wichtig, Klospülung betätigen. Ne. Dann haben wir hier wieder eine Pflanze. Die nehmen wir und stellen sie hier schön hin. Zack. Ja, damit das hier schön aussieht. Damit die wieder nicht irgendwo auf dem Boden rumstehen oder so. Also sie müssen auf jeden Fall irgendwie schön auf dem Regal, einem Tisch oder Ähnliches draufstehen. Boah, leck mich doch am Arsch. Jetzt stell doch das Ding ab. Sag mal. Deswegen habe ich halt eben gesagt, na, im Level zuvor, schön so auspacken, damit ihr später noch Platz habt. Ja, jetzt haben wir den Salat. Ja. So, zack. Zack. Hier schön die Fußmatte, damit es beim Scheißen keine kalten Füße gibt. So, haben wir hier das Bad abgeschlossen. Ihr habt hoffentlich abgespült. R1 geht es weiter. Ja, so, seht ihr? Es sieht halt genauso aus, wie wir es eben verlassen haben. Jetzt sind halt hier nochmal 5 Kisten. Als allererstes natürlich Blumen. Schön, sauber, anständig. Hier hinstellen. Hep. Wunderschön. So, dann packen wir wieder aus. Am besten machen wir erstmal wieder hier das Bett irgendwie frei. Und dann können wir uns hier auch gleich noch eine weitere Trophäe holen. Und zwar brauchen wir dazu auf jeden Fall 2 Teddys.
So, den ersten haben wir hier und den zweiten sehe ich hier. Diese zwei nehmt ihr bitte und setzt die hier nebeneinander. Aber ich glaube, das muss auf dem Bett sein, gell? Ja, auf dem Bett muss es sein. Dann gibt es nämlich die nächste Trophäe. Flauschige Freunde. Ja. Also, ja. Wahrscheinlich geht es nur auf dem Bett, ich weiß es nicht. Also, gerade auf dem Boden ging es irgendwie nicht, komischerweise, obwohl sie da auch nebeneinander sind. Also, Trophäenbeschreibung sagt jetzt mal nicht zwingend aus, es muss auf dem Bett sein. Vielleicht waren sie auch nicht richtig nebeneinander. Vielleicht, weil den einen, den Tiger, da musste ich ja kurz mal ein bisschen drehen. Vielleicht lag es daran. Joa, also entweder Bett oder Boden. Also es sollte normalerweise beides gehen. In meinem Fall habe ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Die geht mir auf den Nerv mit ihren ganzen Kleiderbügel jetzt hier, ne? Jetzt geht das Auspacken richtig los, Leute. So, ja, wir haben jetzt eine Stunde. Also 20 Minuten werden es mit Sicherheit noch. Wie gesagt, also das letzte Jahr, also das nächste ist ja das letzte. Da ist es halt meiner Meinung nach wirklich viel. Als ich das eben mit der PS5-Version gemacht habe, hat sich es sehr lange gezogen tatsächlich. Aber egal. Was man nicht alles macht für eine Gratis-Platin. Ja, also wie gesagt, es ist nichts Stressiges. Aber man ist dann doch schon... Na, Mensch, seht ihr, was ich meine? Legt mich doch am Arsch jetzt. So. Aber man ist halt doch schon irgendwie froh, ja, wie gesagt, wenn es fertig ist, ne? So. Soll ich mal da rauszoomen? Ist vielleicht einfacher, oder? Zack. Diese Möglichkeit bietet sich uns ja, also sollten wir sie vielleicht auch mal nutzen. Würde einiges einfacher machen. Da und diese kleinen Scheißdinger da, ne? Die Höschen, Socken, was auch immer. Wird halt auch immer mehr, ne? Und durch diese. Da musst du halt immer schauen, wie du das am besten hinlegst. Weil wenn du so viele kleine Sachen auf den Boden legst oder so, dann hast du später irgendwie keinen Platz mehr. Da versteckt sich noch ein Karton, ne? So. Jetzt überleg mal, du würdest das Ganze wirklich jetzt so spielen, dass du alles akkurat da einräumst, ne? Okay, das haben wir. Das haben wir. Haben wir was vergessen? Ach, die Küche! Die Küche, liebe Leute. Seht ihr, da ist auch noch unsere Matheaufgabe also am Kühlschrank dran. Ne? Oder da oben die Sachen, die ich da hingestellt habe. Ne? Oder hier auf dem Tisch. Deswegen sagte ich, Achtung. Gut positionieren. So, hier ist noch meine Pflanze. Zack. Und damit war das auch die letzte. Und wir schalten die Trophäe grüner Daumen frei. Mit 82% mittlerweile. Das haben wir also auch. Ja. So, dann hier dann dementsprechend nochmal auspacken. Also wir haben hier auf jeden Fall das jetzt mit den Blumen gemacht. Die Trophäe haben wir. Wir haben das gemacht mit den zwei Teddys nebeneinander setzen. Haben wir die Klospülung betätigt, liebe Leute? Ich glaube nein. Ich glaube tatsächlich nein. Weil ich war dezent irritiert, weil es halt nochmal das gleiche Bad war. Und dann habe ich dann das direkt angesprochen. Ich prüfe das. Ich mache das zur Sicherheit. Es kann sein, dass ich es wirklich nicht gemacht habe. Also Leute, bevor ihr das Level verlasst, Klospülung betätigen. Ganz wichtig. Ja, so. Sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nicht, dass ich es nachher vergesse und ja, wundere mich, warum die Trophäe nicht kommt. So, zack, 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 zack. So. Dadurch, dass wir den Boden eben freigelassen haben, ging das jetzt recht zügig. Und damit haben wir das nächste Jahr abgeschlossen. Wir können auf unser Sternchen da gehen.
So, nächste Trophy, Liebe für das Abschließen des Jahres. So, das letzte Jahr, 2018, liebe Leute. So. Na. Also. Hier natürlich erstmal an der Stelle auf jeden Fall alles auspacken. Hier an der Stelle gibt es sonst nichts großartig zu beachten. Es ist jetzt, wie gesagt, das letzte Level, das letzte Jahr. Wir haben anscheinend jetzt unser eigenes Haus, wie es aussieht. Und wie gesagt, das ist für mich das Level, was sich wirklich am längsten zieht. Also man kann auf jeden Fall mal so 15 bis 20 Minuten kann man hier wirklich jetzt brauchen tatsächlich, bis man hier wirklich die ganzen Kisten hier leert. Es ist wirklich das meiste tatsächlich. So, jetzt haben wir hier den Eingangsbereich, haben wir fertig. Wir gehen weiter mit R1. So, wir haben hier natürlich wieder Toilette. Hier einmal bitte die Klospülung betätigen. Wie gesagt, dieser Bereich hier hat zwei Toiletten. So, jetzt fängt es natürlich an. Ne? Also wie gesagt, es ist viel, es ja so viel Kleinkram jetzt, verdammt. Also wie gesagt, das zieht sich jetzt. Da müssen wir jetzt durch. Aber wie eben schon erwähnt, es ist eine gratis Platin. Auf jeden Fall mal für die, die PS Plus extra haben. Ja, da nimmt man sowas mal auf sich. Ne? Und im Großen und Ganzen, ja, ist es ja, wie gesagt, recht entspannt, recht chillig, das Ganze hier zu spielen, zu machen. Also es geht. Ne? Also es ist jetzt nicht zu nervig. Also ich habe jetzt auch, bin jetzt das zweite Mal hintereinander. Wie gesagt, eben habe ich es angespielt. Beziehungsweise habe es platiniert auf der, mit der PS5-Version. Um natürlich mich erstmal reinzuspielen, zu wissen, was muss ich überhaupt tun. Und dann mache ich jetzt hier das Video mit der PS4-Version. Und noch bin ich nicht so abgefuckt. Also es gibt schlimmere Spiele. Sachen, die man sehr lange machen muss, die dann nach der Zeit auf jeden Fall abfacken. Aber das gehört auf keinen Fall dazu. Nur musst du halt jetzt hier, weil du hier auf jeden Fall in den Räumen mehr Kisten, mehr Sachen hast, ein bisschen anständiger sortieren, damit du dann nicht gegen Ende mit der letzten Kiste noch irgendwie Platzprobleme bekommst und weißt nicht mehr wohin und musst dann nochmal irgendwas umräumen. Deswegen am besten gleich hier ein bisschen anständiger arbeiten. No. So. So Sachen, wie gesagt, das kann man ja alles schön aufeinander stapeln. So, hier der Putzeimer. Hep. Hier die Klobürste. So, hier der Riesenwäschkorb. So, hier nochmal Klopapier. Und seht ihr, es ist immer mehr Klopapier geworden. Ist euch das jetzt mal ohne Scheiß aufgefallen? Es ist wirklich mehr Klopapier geworden. Am Anfang war es, glaube ich, immer nur so eine Rolle, dann mal zwei. Ne? Und jetzt haben wir hier schon vier Rollen Klopapier. Vier. Und das ist erst das erste Bad. Wir haben ja noch ein Bad, ne? Also selbst das Klopapier hat sich vermehrt in den letzten Jahren. So, was ist das jetzt hier? Ah, okay. Gut, haben wir das Bad abgeschlossen. Gehen wir weiter. R1. Oh, jetzt haben wir hier den Ankleideraum. Und ich kann euch sagen, na komm, ich gehe lieber so. Ihr solltet auf jeden Fall die Kleiderbügel aufhängen. Und dann gleich auch die Schubladen wirklich nutzen. Die euch geboten werden für die Höschen, Strümpfe, BHs. Was auch immer euch jetzt in die Hände kommt. Also ihr seht, es ist ein sehr, sehr kleiner Raum. Versuchen, so viel aufzuhängen, wie geht. Das ist das, was ich halt meinte. Ne? Es zieht sich jetzt halt. Ne? Es wird mehr, es ist mehr, ganz klar. Joa. Also, solltet auf jeden Fall solche Sachen halt nutzen. Ne?
So, das lasse ich hier wunderbar einsortieren. Ja, hier der Spiegel darf natürlich nicht fehlen. So, jetzt kommen hier die Höschen. Ne? Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, das alles auf jeden Fall in die Schublade reinzupacken. Weil ihr habt kaum Ablagefläche hier. Ne? Also auch der Boden, dadurch, dass halt noch die Kisten da stehen, bietet dann tatsächlich nicht allzu viel Platz. Na. Ja, aber es ist wirklich so, ne? Es ist wie in Real Life. Ja, du fängst klein an, ziehst irgendwann aus mit 18, 19, 20, keine Ahnung, hast deine erste eigene Wohnung, hast kaum Sachen, ne? Hältst alles relativ klein. Irgendwann lernst du eine Frau kennen, ziehst mit der irgendwann zusammen, hast dann eine Zweizimmerwohnung. Dann gehst du die irgendwann heiraten, dann wird sie schwanger, dann brauchst du drei Zimmer, dann wird sie nochmal schwanger, dann brauchst du eigentlich schon eine Vierzimmerwohnung. Und dann denkst du, okay, nee, komm, jetzt ist hier Haus. Hauskauf angesagt, ne? Und ja, dadurch wird halt immer mehr, ne? Also ich sehe es ja selbst bei uns, als wir ins Haus gezogen sind, da merkt man erstmal, wie viel Zeug man eigentlich hat. Und erst recht, wenn du von dem einen Haus in ein anderes Haus ziehst, dann merkst du es natürlich erst richtig, ne? Und das war ja bei uns tatsächlich so der Fall. Wir hatten ja erst ein anderes Haus und dann jetzt ein etwas kleineres Haus. Und aber da merkt man, wie viel Zeug man eigentlich hat. Das ist schon krank. Ja. Also ihr seht, ne, wie lange ich mich hier wirklich dran aufhalte, Leute. Das ist schon krass, ja. Wie viel Kleinkram da tatsächlich. Und wie viele Kisten da überhaupt noch stehen. Ne? Da jetzt hier so die ganzen BHs, ne? So, jetzt ist hier die Schublade voll, musst du zumachen. Zack, machst du die nächste auf. Ne? Das ist. Jetzt musste wirklich hier, die ganze Zeit konnte man alles schön gerade irgendwo hinpacken, aber jetzt musste hier wirklich so ein bisschen anfangen zu sortieren. Verdammte Kacke. Aber gar nicht schlimm, Leute. Das Ziel ist nah. Wie gesagt, es ist das letzte Level. Und dann werdet ihr für eure Packkünste natürlich auch belohnt. So, Schublade voll. Zack, machen wir die nächste auf. Ja, hier nochmal BH. Zack. Kleiderbügel kann man hier irgendwo mit Sicherheit noch anbringen. Puh. Und weiter geht's. Mensch. Da so Kleinkram, ne? So kleine Parfüms jetzt hier, ne? So kleine Parfümflaschen und so. Ja, da geben sie noch einmal alles hier jetzt gegen Schluss. So, der Tresor mit dem dicken Geldinhalt, ganz klar. Puh, okay, wir haben das Ankleidezimmer fertig. Yay. So, hier haben wir Gott sei Dank nur zwei Kisten. Da jetzt sind es auch schon zwei Yogamatten, ne? Am Anfang war es nur eine, es war immer nur die lilane. Jetzt sind es schon zwei. So, hier nochmal schön mit Teelichter, ne? Darf natürlich nicht fehlen. So, hier Bilder. Keine Ahnung, stell einfach ab jetzt. Mensch. Hier ist es ja nicht viel, hier kann man schön einfach wahllos wild in der Gegend herum experimentieren. Zack. Puh.
Okidoki, gehen wir ins nächste Zimmer. Das ist das Babyzimmer, ja. Sie bekommen jetzt auch ein Kind, ne? Und an der Stelle können wir auf jeden Fall auch eine weitere Trophäe holen, ja. Und zwar packen wir jetzt hier gleich so Bausteine aus. Hier haben wir schon einen. Und da ist es relevant für die Trophäe, dass wir fünf Stück übereinander stapeln. So, jetzt haben wir hier den nächsten, dann hier einfach so rüber. Zack. So, hier noch ein, zack. So, einer fehlt noch, zack. Und das schaltet das nächste Achievement frei. So, zack. Babylonische Bauklötzchen. 87%, liebe Leute. Es ist nicht mehr viel. Babys haben natürlich immer mega kleine Sachen, ne? Wie man gerade sehen kann. Das ist schon Wahnsinn. Man wird hier jetzt wirklich gegen Ende extremst gefordert. So, zack, das können wir hier anbringen. Auf jeden Fall mal eins noch hier. Zack, sind die aus dem Weg. Da so kleine Sachen, ne? Schnullis und ja, lauter so Kram halt jetzt hier, ne? Kleine Mützchen, kleine Bodies, alles, was ein Babyherz begehrt. Zack. Jede Menge Bauklötzen. Hier noch einmal hier Pampers Baby Try. Hier der Windeleimer natürlich darf auch nicht fehlen. Zack. Okay. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Zack. Na. So, zack. Zack. Oh. So, haben wir das auch abgeschlossen? Zack. Gehen wir weiter mit R1. So, sind wir hier in einem kleinen Badezimmer und holen uns jetzt die nächste Trophy. Und zwar ziehen wir hier einmal die Klospülung. Zack. Und spülen nicht vergessen. Hab jede Toilette gespült. 96%. Und jetzt räumen wir hier dann noch die eine Kiste aus. Aber keine Panik, wir haben noch ein bisschen was auszuräumen. Leider Gottes, für die sollte eigentlich dann die letzte Trophäe sein, ne? 96% sind wir. Könnte passen für das Beenden des Levels hier. So, wir gehen weiter. R1. Und ihr seht, schaut euch das an, wie viel Kisten da stehen. Holy shit. Das zieht sich halt echt ohne Ende. Es ist leider so, wir müssen da durch. Es bleibt uns keine andere Wahl. Jetzt wollen wir die letzte Trophäe natürlich auch haben. Unsere Arbeit soll natürlich belohnt werden. Es soll nichts umsonst sein. Okay, die Kiste haben wir mal leer. An, wie viel Kleinkram. Ich weiß nicht warum, der stört mich jetzt da auf dem Boden, ne? Natürlich an die Wand.
hier gibt es ganz viele von. Das ist irgendein Band. Keine Ahnung. Ja, hier die Tastatur natürlich, darf nicht fehlen. Zack, kriegst du auch noch da nochmal. Band 185.000. Hier die Mini-Gitarre. Kleine Ukulele. Somewhere over the rainbow. So. Zack. Yep. Natürlich die Lavalampe immer noch mit am Start. Hier die kleinen Kästchen auch, ne? Die ganze Zeit. Yay, okay, den Raum haben wir auch abgeschlossen. Gehen wir weiter mit R1. Und auch hier wieder, ihr seht's, so ein kleiner Raum. Ein Regal drin, aber vier Kisten, verdammte Scheiße. Aber gut, was willst du machen, ne? Scheiße. Müssen wir. Wir müssen. So, okay, die erste Kiste ist weg. Machen wir gleich die nächste, hier noch schönes Foto. Hier ein paar Gläser reinstellen, zack. Zack, hier noch schön, zack. Salz, Pfeffer darf natürlich nicht fehlen im Essbereich. Kochbücher, zack. Oh, da leg's halt da oben hin. So. Was haben wir hier noch? Keine Ahnung, ein Keks. Warte mal, das ist doch ein Poster, ne? Wunderschön. Ah, hängen wir noch ein Poster auf. So, hier die Platzsets. Ah, hier wieder ein Keks. Oder was das ist, ich weiß es nicht. Das wären aber Kekse, die sich lang halten würden, ne? Weil die waren jetzt auch schon oft mit dabei beim Auspacken. So, yay. Okay, haben wir den nächsten Raum aber fertig. Gehen wir wieder weiter mit R1. Oh, du ahnst es nicht. Ja, da kommst du locker auf eine anderthalb Stunde. Ich glaube, da kannst du auch machen, was du willst, ne? Kommt hier noch so Kleinkram, ne? So, oh, guckt euch das an. Leg mich am Arsch. Eine Scheiße. Ja, so klein, so total unnötiger Kleinkram halt einfach jetzt, ne? Immer die kleinen Backförmchen, ne? Holy moly. Warum kann ich das da oben nicht abstellen?
Ja, wieder Klopapier. Weiter geht's, ne? Küchenrolle. Auch immer ein guter Ersatz für Klopapier. So, jetzt ist der Moment da, wo ich froh bin, wenn wir es haben. Ganz ehrlich. Es ist jetzt ein bisschen too much. So ein bisschen. Aber wie gesagt, sie zeigen halt wirklich so ein bisschen das Real Life. Ne? Es ist halt wirklich so. Wie ich es eben auch schon erwähnt habe. Da lauter so kleine Pins und hast du nicht gesehen. Ne? Alles ist jetzt da. Alles, was man braucht. Wobei man die Hälfte meistens eh nicht braucht. Ne? Man hat's, aber man nutzt es kaum. Ist auch immer sowas. So, die letzte Kiste hier für die Küche. Ich glaube aber, es kommt tatsächlich noch ein Zimmer, ne? Ich glaube zu meinen, ja, bin mir aber nicht sicher. Boah, ne? Ja, es ist tatsächlich noch ein Raum. Ach, da, du ahnst es nicht, liebe Leute. Gut, weiter mit R1. Also wie gesagt, ich gehe in der Regel immer mit R1. Ah, jetzt kommen hier noch jede Menge Bücher und, ach, du liebes bisschen. Hat sich natürlich auch einiges angesammelt nach der Zeit. So, hier nochmal die Kontrolle. Die Konsole ist natürlich immer noch ganz. So denke ich mal. Ja. Vielleicht auch zwischendurch mal eine neue gekauft. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie immer noch da. Sie ist immer noch, ja, GameCube. So scheint es mir zumindest mal. Ah, hier der wunderschöne Wasserkocher. So, hier noch eine Blume. Die müssen wir vom Karton holen, damit wir ihn öffnen können. So, jetzt hier nochmal so ein bisschen Kleinkram. Deko. Man kennt's. Wer kennt es nicht? So, was haben wir hier? Sieht aus wie eine Mini-Konsole oder was? Ja. Die Wii. Hier nochmal ein Controller. Hier nochmal eine Fernbedienung. Zack, die Skybox. Okay. Kissen. Irgendwas. Keine Ahnung. Cthulhu. Hier schön zum Pflanzen besprühen. Hier mal wieder unsere Orangen. Limetten. Grapefruits. Keine Ahnung. Aber ich glaube, danach müssen wir es haben, ne? Also. Ja, anderthalb Stunde, also jetzt ist aber langsam hier wirklich gut. Jetzt holst du dann noch zehntausende Spiele raus aus dem Karton da. Es oh boy, komm schon. Oh. Yes, wir haben's. Wir haben's, liebe Leute. Da ist der Stern, wir gehen drauf. Abgeschlossen. Das Briefchen. Jawohl. Zack.
Wunderschön haben wir das gemacht. Juli 2018. Und da ist die letzte Trophäe. Zu Hause ist es am schönsten, 100%. Und da ist die begehrte Platin richtig angekommen. Und damit, liebe Leute, ja, war's das. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal. Würde ich mich mega drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.